Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Update meines DeLorean im Maßstab 1 zu 8. Der Bau schreitet in großen Schritten voran und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch einige Details im Innenraum zu zeigen, beziehungsweise welche Teile schon hinzugekommen sind und wie das Ganze jetzt ausschaut. Ja, fangen wir als allererstes mal unten an. Wir haben hier einen wunderschönen flauschigen Teppich verlegt. Der Teppich stammt von Mike Lane. Mike Lane ist jemand, den ihr auf Facebook ja, bezüglich des DeLoreans eigentlich anschreiben könnt, um eure Teile zu ordern. Wir haben hier einen wunderschönen Teppich, den hat er hergestellt und der passt wirklich perfekt in dieses Modell. Dazu haben wir noch einige Sticker, dazu erzähle ich gleich mehr. Aber hauptsächlich geht es erstmal um den Teppich, dessen Passgenauigkeit wirklich sehr, sehr gut ist. Man muss natürlich sehr aufpassen beim Einbau, dass nichts knittert oder nichts falsch ist. Gerade hier unten die Kante sollte ordentlich anliegen, so dass auch die Sitzschienen hier vernünftig passen. Und dann ist das alles eigentlich ja, kein großes Ding. Aber der Teppich macht schon einen großen Unterschied zum Original. Ja, weiter geht's. Wir haben hier eine wunderschöne goldene Box. Eagle Moss liefert diese Box einfach nur als Plastikteil mit angedeuteten Gitter oben drauf. Ich habe mir gedacht, hey, das kannst du besser. Wir haben hier einfach ein Gitter genommen aus dem Eisenbahnmodellbau, Spurgröße H0 oder Spurweite H0. Und wir haben hier einige Teile noch eingebaut. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt, die ich zwischendurch immer ein bisschen einspiele, habe ich hier verschiedene Computerteile benutzt, einige Widerstände und ja, alles Mögliche, was man so finden konnte. Ich habe auch einen alten Drucker auseinandergenommen, da waren auch noch einige Teile drin. Und als Vorbild habe ich dieses Bild hier genommen. Dieses Bild ist eigentlich vom Original AK. Kurz bevor George Barris das AK ein bisschen umgebaut hat für die Universal Studio Tour. Und dort kann man sehen, dass die goldene Box strotzt nur so vor Details. Aber leider ist das Bild etwas unscharf und deswegen konnte ich nicht alles umsetzen. Im Großen und Ganzen sieht es für mich persönlich aber eigentlich sehr gut aus. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hinten auch noch zwei zusätzliche Löcher in dem Schalter der Zeitleitung. Die sind von Eagle Moss auch nicht vorgesehen. Da ist einfach nur ein so ein Loch drin, aber ich habe mir gedacht, hey, dem Original waren zwei Löcher und ja, das muss ich dann natürlich auch so machen. Dann kommen wir auch schon zum ersten Sticker, den Mike Lane hergestellt hat. Das war hier. Achtung, Hochspannung. Dieser Sticker befindet sich nur auf einer Seite dieser goldenen Box, auf der anderen Seite nicht. Das ist auf Fotos vom Originalfilmauto auch zu sehen. Er liefert zwei Sticker, wahrscheinlich auch für die andere Seite. Ich habe auch schon jemanden gesehen oder welche gesehen, die ihn auf die andere Seite auch aufgeklebt haben, aber das entspricht halt nicht dem Original. Und mein Modell soll eigentlich dem Original so dicht wie möglich kommen. Hier und da lässt sich das natürlich nicht umsetzen, wie jetzt zum Beispiel die Mittelkonsole, die eigentlich mit Leder bezogen ist, aber ich habe mir gesagt, oh, so viel Arbeit und ich habe so viele Projekte nebenbei zu laufen und da kann man sich nicht alles auf jedes Modell hundertprozentig stürzen und alles so 100% genau machen. Und deswegen habe ich hier eigentlich entschlossen, bei dem DeLorean eigentlich einen guten Kompromiss zu machen, so viele Details wie nötig, aber nicht so viele Details wie möglich. Also das ist in meinen Augen eigentlich ein sehr, sehr guter Kompromiss. Wichtig war der Teppich, wichtig war, dass die goldene Box ein bisschen ein Upgrade bekommen hat. Und natürlich, wie ihr sehen könnt, haben wir hier zwei Kabel drin. Eigentlich sind es im Original vier Kabel, glaube ich, von dem Schalter der Zeitlupe, die in die Box verschwinden und dann im Mitteltunnel dann zur goldenen Box weitergeleitet werden. Ja, hier haben wir einen weiteren Sticker von McLane mit dieser Aufschrift. Die ist im Original eigentlich auch so vorhanden, aber das hier sieht irgendwie ein bisschen cooler aus, da die Buchstaben eigentlich nur schärfer aufgedruckt worden sind. Ja, dann haben wir hier die Zeitschaltuhr. Dort haben wir hier an der Seite auch einen Sticker aufgeklebt, auf der anderen Seite natürlich auch. Und er liefert auch diese Version mit zwei Sticker-Varianten. Einmal diese hier mit gebürstetem Aluminium, was ich persönlich ein bisschen cooler finde, weil es etwas mehr Kontrast in den Innenraum bringt. Der andere Sticker hat zwar auch diese Verschraubungspunkte hier, also im Original sind das Schrauben, womit das Teil halt zusammengehalten wird und ist dort aber nur Silber. Und da habe ich mir gedacht, hey, da machst du ein bisschen mehr Kontrast rein. Das kommt doch eigentlich ziemlich cool. Ja, dann haben wir hier noch ein Bremspedal, was sich betätigen lässt. Aber wer dieses Modell baut, dürfte eigentlich schon erfahren haben, dass das Pedal eigentlich immer ein Stück nach unten hängt und auch die Feder nicht stark genug ist, um das Pedal wieder nach oben zu bewegen. Deshalb habe ich die Feder etwas gekürzt, sodass wir weniger Windungen haben und zusätzlich beim Pedal nicht dieses Teil hier oben weggeschliffen, sondern
diesen Verbindungspunkt durch diese Wand durch hier, also durch diese Trennwand, dass das Pedal etwas mehr nach oben kommt. Also ich habe eigentlich genau hier oben an der Kante etwas weggefeilt, damit das Pedal ein bisschen höher steht. Und so ja, ist das Pedal eigentlich jetzt perfekt. Man kann sehen, durch den etwas stärkeren Zug springt das Pedal eigentlich ziemlich gut nach oben. Aber man muss auch darauf achten, dass der Kontakt hier oben gewährleistet ist. Man kann sehen, ja, okay, ist ganz gut. Und letztendlich wird man es sehen, wenn die Elektronik angeschlossen ist. Ja, dann haben wir oben noch ein Radio, was ich ein bisschen bearbeitet habe. Man kann hier sehen, das Radio hat einige Gebrauchsspuren. Im Original ist das Radio auch so in diesem Used Look, also in diesem gebrauchten Zustand. Das war eigentlich gar nicht schwierig, denn es gibt schon einige Bilder vom Original Radio bzw. vom Cockpit und dort ist deutlich zu sehen, wie sehr das Radio eigentlich schon benutzt wurde. Und das war auch ein Detail, was ich eigentlich gerne in den Innenraum integrieren wollte. Dann haben wir oben diesen Kühlkörper. Dazu haben wir noch hier diese Widerstände hier, die dort hinten aufgeklebt worden sind. Dazu habe ich den Kühlkörper oben noch, weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, mit schwarzer Schulcreme etwas eingestrichen und dann abgewischt, sodass wir ein bisschen mehr Tiefe haben zwischen den Kühlrippen. Ja, die Grundplatine hier ist, ja, das ist ein bisschen schwierig. Viele machen das grün oder haben es grün gemacht, aber ich habe gesehen, dass es verschiedene Platinen gibt. Auf verschiedenen Z-Bildern. Einige sind mehr grünlich, die anderen wieder ein bisschen mehr ocker und gelb oder bräunlich. Und ja, ich habe mich so ein bisschen für alles Mögliche entschieden, sodass wir hier ein bisschen Kontrast mit rein bekommen. Eigentlich müsste die noch viel dünner sein, die Platine hier. Man kann das natürlich noch ein bisschen abschleifen. Vielleicht werde ich das noch machen. Aber ich werde es erstmal so lassen, bis die neuen Teile da sind. Ja, auch hier wieder ein Sticker im gebürsteten Aluminium-Look. Wie gesagt, gefällt mir deutlich besser als der andere Sticker, der geschickt wurde, den man auch raufkleben kann, der aber ja, einfach nur so matt metallisch gehalten ist. Das ist mir persönlich ein bisschen zu unspektakulär. Dann haben wir einige Sticker hier vorne auf der Uhr. Im Original ist diese Bekennzeichnung hier unten nämlich bläulich gehalten. Also beziehungsweise beim Original von Igemos. Im Original Filmauto ist sie aber allerdings schwarz. Und deswegen habe ich auch von McLane diese Sticker bestellt. Und dort ist zu sehen, dass die Aufschrift hier unten schwarz gehalten ist. Also das finde ich wesentlich cooler. Und auch die Zahlen sind wirklich sehr, sehr scharf gedruckt. Ja, hier kann man nochmal sehen, ein Sticker-Sheet, den ich hier aufgeklebt habe, auf die Einheit zur Steuerung nachher, der späteren Elektronik. Hier kann man ja die Schalter, hört man ja das Knacken. Die habe ich zusätzlich noch Silber gemacht, weil die im Original halt auch Silber sind. Eigentlich ist das im Originalauto, sind das Kippschalter. Und ich habe aber hier ja, die vorhandenen Schalter genommen und die einfach nur Silber gemacht. Auch hier kann man nochmal die Kabel sehen. Das war wirklich eine Fummelarbeit, hat fast 3 Stunden gedauert, dieses Kabel hier hinein zu buxieren und die festzumachen. Das ist eigentlich ja von den Kabelitzen, von ganz vielen Kabelitzen, den Draht rausgezogen, den gebogen und dann per Hand angemalt. Das entspricht dem Maßstab. Die Kabelstärke ist wirklich so, wie es auch im Original vorher gewesen ist. Also nicht zu dick, nicht zu dünn. Und ja, passt in meinen Augen ziemlich gut. Der Schalter lässt sich auch bewegen. Das wäre natürlich super cool gewesen, wenn man hier noch einen Kontakt gehabt hätte. Und wenn man den Schalter dann umlegt, dass die Uhr dann aufleuchtet. Ja, das wäre schon echt cool gewesen. Lässt sich, glaube ich, sogar machen. Aber das ist für mich dann wieder ein bisschen zu viel Arbeit. Und der Wagen wird nicht ständig beleuchtet sein bei mir. Deshalb ist das eigentlich ja, ziemlich gut. Hier oben haben wir noch den Kompass. Auch ganz gut gemacht alles. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich die Mittelkonsole mit Leder beziehe, aber ich brauche wirklich sehr, sehr dünnes Leder. Und mal sehen, wie ich das umsetze. Dann baue ich das alles nochmal auseinander und mache dann Leder, montiere ich dann auf die Mittelkonsole. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin eigentlich sehr zufrieden bis jetzt. Bis jetzt gab es auch noch gar keine Probleme mit den Bauteilen, also alles passte sehr gut zusammen. Nichts war defekt. Hier und da musste man natürlich ein bisschen nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Bausatz. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, wenn das Modell erstmal fertig ist. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein!